Ja, liebe Anwohner und Anwohnerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir erstmal herzlich willkommen. Warum sind wir heute hier und unterstützen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen? Alle, die hier im Kiez leben, wie auch ich, wissen, dass hier im Reuterkiez ganze Straßenzüge von privaten Investoren aufgekauft werden. Wenn ihr hier mal durchgeht, durch die Wilde, durch die Weserstraße, ihr seht überall Transparente an den Fenstern, wo drauf steht, Wohnen ist Menschenrecht oder Heimstaden, go home. Dieser Volksentscheid ist, denke ich, hier extrem populär im Kiez und die Mieter und Mieterinnen haben recht, denn das sind keine Investoren, es sind Desinvestoren. Die Deutsche Wohnen und auch andere Konzerne lassen regelmäßig im Winter die Häuser vergammeln, die Heizungen fallen aus, weil es nämlich Kosten bedeutet für diese Konzerne, wenn sie beispielsweise in bessere Heizungsanlagen investieren. Und dann sagen sie auf einmal, ups, die Häuser müssen ja saniert werden und für diese Sanierungs-Instandhaltungskosten sollen dann die Mieter und die Mieterinnen aufkommen. Und wir sagen, damit muss Schluss sein. Die Geschäftsstrategie von solchen Konzernen ist eben nicht die Bewirtschaftung von Häusern, sondern der Aufkauf, um die Mieten hochzutreiben, um dadurch dann die Renditeversprechen der Konzerne, der Aktionäre zu bedienen. Und das sind keine Wohnungsverwalter, das sind wirklich Finanzkonzerne, hinter denen BlackRock und andere stehen. Und wir wollen mit diesem Volksentscheid diese Desinvestoren verschrecken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind heute hier und auch an vielen anderen Orten und viele von der Linken, aber auch von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, um diesen Konzern das Handwerk zu legen. Und wir wollen die enteignen, die jahrelang, jahrzehntelang Mieter und Mieterinnen enteignet haben. Denn in Wirklichkeit ist es andersrum. Es sind die Mieterinnen, die enteignet wurden, auf zwei Ebenen. Erstens, indem Häuser, die früher öffentlich waren, die GSW und die GEHAG, von verschiedenen Landesregierungen, in der Vergangenheit übrigens auch unter Rot-Rot, privatisiert waren und den Mieter und Mieterinnen weggenommen wurden. Die zweite Form der Enteignung von Mieterinnen und Mietern ist die tägliche Abpressung von den Mieten, wo aus unseren Löhnen immer höhere Mieten bezahlt werden müssen, um diese Renditeversprechen einlösen zu können. Und in dem Sinne geht es auch eigentlich nicht um Enteignung von Immobilienkonzernen, sondern es geht um Wiederaneignung von unseren Wohnungen. Bei Vonovia ist es beispielsweise so, dass 2018 von 1 Euro Mieteinnahmen 38 Cent an Aktionäre und Aktionärinnen abgeführt wurde. Das könnt ihr euch mal als ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Von diesen 38 Cent, wenn man da jetzt sagt, dass beispielsweise 18 Cent in Instandhaltung investiert werden würde, dann hätte man weitere 20 Cent, also 20%, um die Mieten für alle absenken zu können. Das heißt, unsere Mieten, ein großer Anteil unserer Mieten geht dafür drauf, einfach, dass die Reichen immer reicher werden. Und damit muss Schluss sein. Und wir wollen diese Enteignung oder diese Wiederenteignung nicht individuell, nicht einzeln, sondern wir wollen sie kollektiv, öffentlich und gemeinwirtschaftlich. Und jetzt gibt es immer zwei wichtige Gegenargumente von der Gegenseite, also vor allem von Teilen der SPD, von der FDP, von der CDU und von der ganzen Immobilienmafia. Das erste Gegenargument ist, diese Enteignung schafft keine neuen bezahlbaren Wohnungen. Da kann man ja wirklich mal lachen, ja, weil das sind die, die jetzt Krokodilstränen darüber weinen, dass es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, wobei sie überhaupt keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und was wir dazu sagen ist, dass wenn dieser Volksentscheid erfolgreich ist, dann werden die Wohnungen von 250.000 Mieter und Mieterinnen hier in Berlin geschützt. Sie werden davor geschützt, dass die Mieten weiter ansteigen. Und das ist wichtig, weil wenn immer mehr Mieten aus dem Bestandsschutz fallen, wenn immer mehr Wohnungen die Mieten hochgetrieben werden, dann kommen wir natürlich auch mit dem Bauen gar nicht mehr hinterher. Und deshalb ist das ein wichtiger Pfeiler, um tatsächlich Mieten zu senken langfristig. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Linke die Schaffung von 250.000 Wohnungen in kommunaler und genossenschaftlicher Hand jedes Jahr fordert. Und das ist genauso wichtig, wie dass wir die Verlängerung und die Schärfung des Mietendeckels fordern. Und wir wollen perspektivisch dahin, dass tatsächlich die Mieten nur noch sich so berechnen, dass sie durch die realen Kosten für den Bau und die Bewirtschaftung von Wohnen. Wir wollen nicht, dass mit Mieten, mit Wohnungen Profit gemacht werden können, liebe Anwohner und Anwohnerinnen. Jo.
Und das zweite Argument, was immer gebracht wird, ist, das ist doch alles so teuer. Jetzt ist es so, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen vorgerechnet hat, dass ihr Entschädigungspreis bei 8 bis 13 Milliarden Euro liegt und dass das durch die Mieten in den nächsten Jahren ohne zusätzliche Belastung des Haushalts möglich ist. Ich würde sogar persönlich noch weitergehen und ich würde sagen, warum soll man denn überhaupt symbolisch mehr als 1 Euro pro Wohneinheit denen noch in den Rachen werfen, die schon Gewinne gemacht haben? Sehr gut. Die Enteignungsfrage und die Frage der Entschädigung ist eine politische Frage und wir haben mächtige Gegner, mit denen wir es uns hier anlegen. Und einen Erfolg dieses Volksentscheids können wir nur gemeinsam erreichen. Wir brauchen von gestern bis in 4 Monaten jeden Tag 2000 Unterschriften. Das schaffen wir nur gemeinsam. In dem Zusammenhang ist es eine super Nachricht, dass mehrere Gewerkschaften, Verdi, GEW und selbst die IG Metall dazu aufrufen, diesen Volksentscheid zu unterstützen. Wir können das nur gemeinsam schaffen. Wir können das nur schaffen, indem ihr selber unterschreibt, Listen mitnehmt und in eurem Umfeld sammelt, weil natürlich auch die Pandemie noch mal viel schwierige Bedingungen jetzt für uns schafft. Aber ich sage euch auch, wenn dieser Volksentscheid ein Erfolg wird, dann wird es die politische Debatte nachhaltig verändern. Weil wenn es möglich ist, Immobilienkonzerne zu enteignen, dann ist es auch möglich, Krankenhäuser zu rekommunalisieren, dann ist es möglich, Altenpflegeeinrichtungen zu kommunalisieren. Und dann werden mehr Menschen merken, dass in dieser Pandemie nicht nur der Markt versagt, sondern der Kapitalismus versagt, dass der Kapitalismus nicht in der Lage ist, in den Bereichen Bildung, Wohnung, Verkehr und viele andere Bereiche wohnen, dass er nicht in der Lage ist, für die Menschen hier tatsächlich das Nötige zu schaffen. Und deshalb sagen wir auch als Linke, in der Linke Neukölln, wir kämpfen für eine andere Gesellschaft, die nicht nach dem Profit organisiert ist, sondern für eine sozialistische Gesellschaft, in dem nach Bedarf und nicht nach Profit und Konkurrenz gewirtschaftet wird. Und wenn wir es schaffen, diesen Volksentscheid durchzusetzen, dann gibt es keinen Automatismus, dass der Senat am nächsten Tag hier die Immobilienkonzerne enteignet. Das sollte uns auch klar sein. Das heißt, es geht um mehr als nur zu unterschreiben und Unterschriften zu sammeln. Es geht darum, dass wir uns organisieren in Mieterinitiativen, bei den Kiesgruppen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und bei der Linken, um deutlich zu machen, wenn dieser Volksentscheid gewonnen wird, dann fängt der Kampf um die Umsetzung dieses Volksentscheids gegen die knallharten Interessen der Immobilienwirtschaft, gegen die Interessen von manchen Parteien aus dem Senat erst richtig an. Und in dem Sinne brauchen wir einen langen Atem. Danke fürs Zuhören.